Hallo zusammen, ich erkläre euch heute mal, wie ein Vergaser an der Aprilia RS 125 funktioniert. Ich habe hier ein Schnittmodell von einem Motor mit Vergaser mal angefertigt. Das ist von der älteren Version, wie sie bis 1997 gebaut wurde. Bei der neuen ist das Ganze ähnlich, es ist nicht alles genau gleich, aber vom Prinzip her macht es eigentlich keinen Unterschied. Der Vergaser hängt hier am Membrankasten dran und wenn der Motor arbeitet, dann zieht der hier durch den Membrankasten das Benzin-Luftgemisch aus dem Vergaser. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass das Ding hier zieht. Das heißt, hier hat man eigentlich einen Unterdruck. Nehmen wir jetzt mal raus und erkläre mal die einzelnen Teile, wie das Ding so funktioniert. So, diese Seite hier hängt im Motor, im Ansaugstutzen dran. Hier haben wir nachher einen Luftfilter dran. Das heißt, die Strömung geht hier so durch. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, sieht man, dass es hier vom Durchmesser und vom Querschnitt immer kleiner wird. Dadurch, dass es immer kleiner wird, nimmt hier die Strömungsgeschwindigkeit zu. Und dadurch entsteht hier ein Unterdruck an dieser Stelle. Das führt dann dazu, dass im Prinzip hier aus diesen Düsen, hier hat man dann einen Unterdruck, dann kann hier Benzin rausgesaugt werden. Das Benzin ist hier unten in der Schwimmerkammer drin und kann über diese ganzen Düsen dann hier oben rein. Und wenn ich Gas gebe, passiert nichts anderes, wie dass ich hier diesen Schieber, ups, schon kaputt, dass ich diesen Schieber hier mit dem Gaszug nach oben ziehen kann. So, fangen wir aber mal ganz von vorne an. Auf der Seite geht hier zu diesem Anschluss das Benzin rein. Das geht hier erstmal hier unten auf den Benzinfilter. Kann man auch rausschrauben. Das sieht so aus. Und man sieht, das ist eine durchgängige Bohrung. Das kommt dann da hinten wieder raus. Das heißt, das Benzin wird erstmal mit diesem Benzinfilter gefiltert. So. Und kommt dann hier hinten aus dieser Öffnung wieder raus. Das geht dann hier in dieses Ventil. Hier unten in diesem Ventil sitzt hier unten die Schwimmernadel drin, das heißt, die kann hier das ganze Ding zumachen. Jetzt fließt hier das Benzin da heraus und hier unten in diese Kammer rein und es steigt dann natürlich der Füllstand an und dann drückt er irgendwann den Schwimmer nach oben. Der Schwimmer drückt dann hier die Nadel rein und dann ist das Ding wieder zu. Das heißt, dadurch habe ich hier immer einen konstanten Füllstand vom Benzin. Ich kann die Schwimmer austauschen durch Schwimmer mit anderen Gewichten, dann habe ich einen anderen Füllstand da drin. Würde ich aber immer so lassen, wie es ist, weil das ist eine relativ komplizierte Sache, das nochmal abzustimmen dann. So, hier unten durch diese Düse, das ist die Hauptdüse, wird das Benzin dann durch dieses Rohr, ich mache das jetzt nochmal auf, nach oben gezogen und wird dann hier zerstäubt und vermischt sich mit der Luft. Das heißt, hier durch diese Bohrung wird Luft angezogen, kommt dann hier oben rein und hier von hier unten wird das Benzin hochgezogen. Das kann sich dann hier vermischen, wird dann verstäubt und geht dann hier in den Motor rein. Bei Volllast, also bei Vollgas, wenn der Motor voll dreht, ist das einzig Entscheidende, wie ich den Vergaser einstelle, also das, wie ich dann das Verhältnis von Benzin-Luft einstellen kann, hier unten die Hauptdüsengröße. Die stelle ich also, wenn ich jetzt eine kleinere Hauptdüse mache, da reinbaue, dann habe ich bei Vollgas einfach ein bisschen weniger Benzin. Sollte man relativ vorsichtig damit umgehen. Es bringt aber nichts, wenn das Ding jetzt beim Anfahren schon stottert, hier diese Hauptdüse zu ändern, weil die wirklich nur dafür zuständig ist, was ich für eine Benzinmenge bei Vollgas habe. So. Von der Hauptdüse geht das Benzin hier in diese Mischrohrdüse. Die heißt manchmal Mischrohrdüse, manchmal heißt sie Düsenstock. Die hat hier beide Funktionen auf einmal. Düsenstock heißt das Teil, wo die Hauptdüse eingeschraubt wird. Und Mischrohrdüse heißt das Teil hier oben. Bei manchen Vergasern sind das zwei getrennte Teile. Deswegen findet man dieses mittlere Teil entweder als Mischrohrdüse oder als Düsenstock im Internet. Das ist aber beides, meint hier das Gleiche. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Und es gibt dann an, wie groß der Durchmesser hier oben ist an dieser Stelle. Wenn ich jetzt das Gas ein bisschen zurücknehme, dann sieht man, wie diese Nadel, die wird nämlich nach oben ein bisschen dicker, hier oben diesen Querschnitt ein bisschen verengt. So kann ich also die Benzinmenge einstellen, die ich bei Halbgas und im Teillastbereich eben habe. Ich kann die Düsennadel hier, das Ding heißt Düsennadel, die kann ich durch andere Düsennadeln ersetzen, gibt es in verschiedenen Formen und ich kann auch hier die Düsennadel hier oben aushängen, kann sie ein Stückchen höher reinhängen, kann sie ein Stückchen niedriger einhängen. Hänge ich sie höher, habe ich mehr Benzin bei Halbgas. Hänge ich sie niedriger rein, habe ich dann weniger Benzin. So kann ich den Bereich abstimmen. So, wenn das ganze Ding zu ist, dann haben wir noch unseren Leerlauf. Dafür gibt es hier diese Bohrung, die ist hier allerdings wieder zu. Das ist, wird halt so hergestellt. Hier geht im Prinzip da dahinter ein Kanal. Der fängt aber erst hier an, weil hier zu ist. Hier geht ein Kanal, hier durch dieses Loch geht es rein. Und der geht dann hier da dahinter lang und hier außen auf diese Düse. Die hat ja so kleine Löcher. Dann kann hier unten das Benzin angezogen werden und wird hier in diesem Mischrohr mit der Luft, die dann hier von außen dagegen kommt, nochmal vermischt. Und das Ganze geht dann hier hinter diesem
Schieber, hinter dem Gasschieber, über diesen kleinen Kanal hier rein. Das heißt also, hier wird das Leerlaufgemisch erzeugt. Jetzt kann ich hier, es wird ja hier die Luft angezogen dafür. Wenn ich das jetzt nochmal umdrehe, sieht man, dass ich hier eine Schraube habe. Mit dieser Schraube kann ich einstellen, wie viel Luft ich für den Leerlauf zur Verfügung stelle. Das heißt, ist beim TÜV mein CO-Wert ein bisschen zu hoch, drehe ich die Schraube raus, dann habe ich mehr Luft für den Leerlauf. Drehe ich sie wieder rein, ist gerade umgekehrt, habe ich halt wieder weniger Luft. Wenn jetzt allerdings das Ding gar nicht läuft im Leerlauf, weil halt einfach viel zu wenig Benzin da ist, dann ist es nicht manchmal sinnvoll, das dazu zu drehen und dann hier wieder die Schraube reinzudrehen, dass der Gasschieber ein bisschen weiter oben ist. Und da macht es durchaus manchmal Sinn, hier unten eine größere Düse reinzumachen. Allerdings ist es auch so, die Düse hier unten, die hier drin ist, die ist so klein, dass die gut mal durch irgendeinen kleinen Krümel schon verdreckt werden kann. Also da passt ein Haar gerade so durch. Das heißt, wenn das Ding im Leerlauf nicht richtig läuft, dann kann es gut sein, dass da unten einfach nur ein Krümel drin hängt. Das muss man also schon ab und zu mal sauber machen. Trotz, dass da hinten ein Benzinfilter ist. Das kann man einfach nicht verhindern. Das ist eigentlich die Ursache für das meiste, wenn es mal nicht richtig läuft. So, dann haben wir hier noch den Choke. Das heißt also, wenn ich den Motor das erste Mal starte, der noch kalt ist und braucht einfach ein bisschen mehr Benzin. Das heißt also, hier oben habe ich einen Schieber. Der ist normal immer zu beim Fahren. Und wenn ich am Lenker den Choke ziehe, dann ziehe ich diesen Schieber hier nach oben. Dann mache ich also diese Öffnung hier, die mache ich dann auf. Dann kann also hier unten das Benzin durch diese Düse, durch diese Choke-Düse hier unten angesaugt werden, geht dann hier durch diesen Kanal nach oben und wird dann hier, geht dann hier hinterm Gasschieber direkt rein. Das wird dann hier nochmal mit Luft vermischt. Dann gibt es hier noch eine Bohrung, die befindet sich ungefähr hier an der Stelle. Die ist jetzt hier weggeschnitten. Die geht hier gerade so durch, gerade quer rein. Das ist dann für die Luft zuständig beim Joe. Kann man allerdings nicht einstellen. Beim Joe kann man allgemein nicht viel einstellen. Das lässt man am besten so, wie es ist, dann funktioniert es immer. Hier unten haben wir noch den Schwimmerkammerüberlauf. Das heißt, wenn das hier mal undicht ist und zu viel Benzin reinkommt, dann läuft euch nicht gleich der Motor, sondern kommt es hier raus. Ist aber genauso scheiße. Dann kommt es in die Umwelt. Das ist auch nichts. Hier auf der Seite haben wir nochmal eine Entgasung oder Entlüftung, wie man immer dazu sagen will. Hier hängen normalerweise, also hier und hier, hängen nur zwei Schläuche dran, die gehen irgendwo Richtung Hinterrad, dass hier halt kein Dreck reinkommt. Da sollte normal auch nichts raus. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn da nichts dran hängt. Das ist also nicht so wichtig. Das da, Hanne, ist fürs Öl von der Ölpumpe. Das sieht man auf der Rückseite auch. Kommt dann hier zu dem Loch wieder raus. So, das war soweit alles. Dankeschön.